Hey Leute, Desi hier. Willkommen zur dritten Folge Endzone A World Apart. In der zweiten Folge haben wir uns um die Nahrungsmittelbeschaffung und die ersten Bewohnerhäuser oder um die ersten Hütten gekümmert. Und wir wollen heute weitermachen und die Nahrungsversorgung weiter ausbauen. Außerdem wollen wir natürlich weiter an dem Strahlenschutz arbeiten, dass die Bewohner in Zukunft natürlich auch weiterhin versorgt werden. Und dafür laden wir jetzt den Spielstand und Desi Town. Und dann gehen wir jetzt rein in die dritte Folge. Erstmal Pause machen, wie immer. Wie ihr seht, oben die Nahrungsvorräte sind nicht ganz so, wie sie sein sollten. Ich würde schon fast sagen, die Nahrung ist sehr, sehr knapp bemessen. Wir haben aktuell nur ein Feld, was sich um Nahrung kümmert, und einen Fischer. Der Rest wird quasi, Entschuldigung, wir haben noch eine Jagdhütte, die sich gerade um Nahrungsbeschaffung kümmert, wobei hier auch bis jetzt nur einmal ein Büffel liegt. Mehr sitzt hier gerade auch nicht drin. Aber wir lassen das jetzt mal weiterlaufen. Wie gesagt, wir müssen uns um die Nahrung kümmern. Wasser läuft einigermaßen. So wie ich das sehe, wir können das Buswrack gleich auch schon ausbauen, beziehungsweise da fehlt noch ein bisschen Holz. Und die nächsten Hütten müssen auch noch gebaut werden. Aktuell fehlt halt noch der Strahlenschutz. Wir haben bis jetzt nur eine Schneiderei, die sich um den ganzen Strahlenschutz kümmert. Das ist diese hier. Und die arbeiten gerade an der Aktivkohlemaske, beziehungsweise am Halstuch. Und für Aktivkohle fehlt halt Holz und Kohle. Sonst können wir das gar nicht aufsetzen. Aber da wird die Versorgung wird hier hinten geholt. Das ist halt auch das Problem. Man sieht das hier auch ganz gut, wenn die Wege relativ lang sind. Dann verdauert natürlich dann auch die ganze Versorgung auch was länger. Das heißt, eigentlich müsste man jetzt hier noch einen Weg quasi hier durchbauen, damit die Versorgung natürlich hier vom Buswrack wieder einigermaßen sichergestellt ist. Aktuell sieht das mit Wasser natürlich auch ein bisschen wenig aus. Es läuft auch gerade kein Regen. Jetzt müssen wir mal eben schauen, was wir noch an Bewohner haben. Aktuell haben wir nur einen Wasserträger. Dafür nur 4 Bauern, also wir müssen uns jetzt um Nahrung und um Wasser kümmern und natürlich auch um Bewohner, die da die ganze Produktion ans Laufen bekommen. Wir lassen das aber jetzt mal eben schnell durchlaufen. Aktuell können wir halt einen Schrottsammler mal wegnehmen und dafür Wasserträger nehmen. Und weil wir halt weniger dadurch Schrott sammeln, weil der Schrottsammler jetzt gerade auf eine Person beschränkt ist, dauert das natürlich umso länger, dass wir halt die anderen Materialien bekommen. Also wir müssen uns natürlich jetzt um Stoffe noch kümmern und für Stoffe brauchen wir halt, um den Strahlenschutz natürlich dann irgendwann herzustellen. Und wenn der Strahlenschutz natürlich sehr, sehr niedrig behalten ist, ist natürlich der Nachteil, dass die Leute dann relativ schnell krank werden. Aktuell sieht die durchschnittliche Verstrahlung noch ganz gut aus. Aber das kann sich natürlich auch immer relativ schnell ändern. Wie gesagt, wir müssen uns um Nahrung kümmern. Wir dürfen hier 58. Von 320 ist noch nicht so viel, was den Ertrag zum Ertrag beiträgt. Das läuft auch. Aktuell sieht die Verstrahlung hier, wird halt gearbeitet, da ist halt, deswegen brauchen wir heute auch Strahlenschutz. Hier brauchen wir relativ wenig. Und ich hoffe natürlich, dass die Mitarbeiter, beziehungsweise die Bewohnerzahl sich jetzt noch relativ schnell erhöht. Weil sonst bringt das natürlich nichts. Wir müssen so nach und nach natürlich das weiter aufbauen. Und wir dürfen aber schon an die nächsten Gebäude denken, solange wir das mal im Schnelldurchlauf durchlaufen lassen. Oh, eine Nachricht. Wir haben nicht genug Nahrung. Jacqueline, unsere Leute werden hungrig. Ich denke, wir sollten uns darauf konzentrieren, mehr Nahrung zu sammeln. Was meinst du, Boss? Machen wir. Neuer Auftrag erscheint oben links, Kategorie Nahrung. Also wir müssen auf jeden Fall noch ein Gebäude für Nahrungsmittel bauen. Ob das jetzt ein Anbaufeld ist oder eine Fischerhütte oder eine Jagdhütte. Das ist in dem Fall ein wenig egal, aber darum geht es erstmal nicht. Sondern wir müssen erstmal noch ein Gebäude bauen. Was bauen wir denn? Wir haben Holz, wir haben Schrott, wir haben Werkzeuge. Das heißt, in Summe, wir brauchen nahrungstechnisch vielleicht noch eine Hütte. Metall haben wir nicht. Wir können uns mal eine Sammlerhütte setzen, das ist auch ganz gut. Sammlerhütte haben den Vorteil, dass sie halt Bären sammeln. Das trifft sich, glaube ich, ganz gut hier. Und die setzen wir nämlich hier hin. Da reicht nämlich das Baumaterial auch ganz gut für, weil Baukosten von 22 Holz und 17 Schrott, das trifft sich ganz gut. Das dürfen wir nämlich gerade noch so zu
zusammenbekommen. Wobei wir aktuell eh nur Stoffe sammeln und gar nichts anderes. Metall ist halt außen vor, weil wir keine Arbeiter haben. Das heißt, wir müssen wieder einen Sammler setzen. Und dann bekommen wir nochmal 100 Bären. Das fühlt sich ganz gut. Zwischendurch lassen wir das auch wirklich dann im dritten oder in der schnellsten Spielgeschwindigkeit laufen. Man sieht das auch ganz gut, dass die Wellblechhütten hier, beziehungsweise die Stoffe da oben dann auch durch den Wind halt ganz gut wedeln. Und ja, weil auch ein Zuschauer hat das in den Kommentaren erwähnt, dass die Tierchen, die ihr hier unten drunter hört, das sind halt keine Meerschweinchen, das sind Hasen. Also ich weiß auch nicht, wer sich das ausgedacht hat, dass die klingen wie ein, ja, eigentlich wie ein Meerschweinchen. Ein aktueller Bewohner ist unzufrieden. Sehr wahrscheinlich, weil wir zu wenig Nahrung haben. Sehr gut. Auftrag erfüllt. Wir dürfen aber dann direkt nochmal eine Hütte bauen. Vielleicht ist auch einfach zu wenig Platz da. Und wir brauchen jemanden, der sich um die Bären kümmert. Und jetzt können wir wieder das Arbeitsfeld ändern. Ihr wisst das, dass hier halt dementsprechend Bären gesammelt werden. Wir haben nur einen Baumeister, wir haben einen Förster. Holz ist natürlich sehr, sehr wenig. Ist natürlich für Strahlenschutz schwierig. Weil wir den Holz und die Kohle dementsprechend brauchen. Nahrung sieht gut aus. Wasser könnte jetzt zur Neige gehen. Und wie wir sehen, ist auch hier, kündigt sich die nächste bei Saison 16, kündigt sich die nächste Dürre an. Das heißt wieder, wir haben sogar einen Menschen verloren. Wir haben jetzt keinen Lehrer mehr. Und das ist halt so, ja, das ist natürlich doof. Wir können halt überall nur eine Person einsetzen, weil wir gar nicht so viel haben. Und überall nur in halber Kraft arbeiten ist natürlich auch doof. Das heißt, wir hoffen jetzt natürlich darauf, dass wir jetzt noch ein paar Menschen bekommen. 8 Kinder, das heißt, die müssen noch irgendwann erwachsen werden. Und dann dürfte das losgehen. So, die Gebäude sind alle gebaut. Wie gesagt, Wasser könnte problematisch werden. Ah ja, das haben wir wieder. Ah, ne, haben wir nicht. Ein Siedler. Wasser könnte problematisch werden. Nahrung geht einigermaßen. Aber Wasser wird jetzt das Problem. Wenn die Dürre gleich kommt, sollten wir uns auf jeden Fall nochmal um Wasser kümmern. Und Lehrer haben wir auch keinen. Das heißt, die Leute können natürlich auch nicht, oder beziehungsweise die Kinder können nicht ausgebildet werden. Ist natürlich auch nicht so praktisch. Ah, jetzt kommt wieder Wasser. Jetzt hoffen wir einfach, dass das relativ schnell vorbeigeht. Und dass die Wasserreserven jetzt super schnell aufgebaut werden. Aber den Regenspeicher können wir noch setzen. Bringt mir aber in dem Fall nichts, weil wir kein Plastik haben. Wir brauchen erst mehr Bewohner, die Plastik sammeln können. Wobei jetzt schon Nahrung und Wasser knapp ist, aber wir brauchen halt Menschen, die arbeiten. Wenn die Menschen nicht arbeiten, dann kriegen wir auch keine Nahrung und auch dementsprechend kein Wasser. Wobei das Verhältnis fühlt sich gerade ganz gut. Strahlenschutz ist auch in Ordnung. Kommt so langsam, es kommt so langsam. Ah, da dürfen wir wieder einen als Lehrer einsetzen. Ein junger Mensch ist erwachsen geworden. Und jetzt brauchen wir halt noch zwei, um zum einen den Recycler mit Metall zu füttern. Und den brauchen wir für Plastik, damit die auch wieder endlich anfangen können mit Sammeln. Weil sonst können wir hier natürlich nicht viel weiterbauen. Und der Holzsteg wird schon ganz gut bemannt. Wo ist denn mein... Da ist mein Schrottplatz. Schrotti hat auch noch genügend zu sammeln. Ah, da, stopp, einmal Pause. So, jetzt haben wir wieder zwei Leute dazugewonnen. Die große Frage ist, kümmern wir uns zum Beispiel jetzt um Nahrung? Ist vielleicht aktuell der bessere Part, solange die Dürre kommt, dass wir uns noch um Nahrung und Wasserversorgung kümmern? In dem Fall vielleicht nochmal einen als Fischer einsetzen und als Bauer einsetzen, damit die Nahrung dementsprechend noch ein bisschen aufgestockt wird während der Dürre. Und das Häuschen können wir noch bitte bauen. Weil natürlich mehr Bewohner heißt natürlich auch wieder, die brauchen halt mehr Nahrung. So, das Wasser scheint jetzt in den geregelten Rhythmus zu laufen. Die Sammlerhütte sammelt Bären, das spricht auch für Nahrung. Ah, langsam füllt sich der Stand wieder. Langsam füllt sich der Stand wieder. Aber wir dürfen schon mal in der Zeit nochmal eben schnell weiter gucken. Die nächsten Gebäude, die gebaut werden, ist auf jeden Fall ein Regenspeicher. Auf, nach der Dürre ist halt oft so, also kann man natürlich das Glück haben, dass danach direkt regnet. So, wenn es regnet, dann ist auf jeden Fall der Vorteil, dass wir diesen Regen sammeln können. Dafür ist dann dieser Regenspeicher da.
weil der sammelt natürlich dann quasi wie so ein Auffangbehälter und sammelt den Regen. Und da muss man aber wieder aufpassen, dass man irgendwann anfängt, den Regenspeicher dementsprechend zu filtern, weil natürlich ist das so, dass das verseuchter Regen sein kann. Und wenn du verseuchten Regen hast, dann ist natürlich dann, dass die Bewohner das dann trinken. Wenn das verseucht ist, ist natürlich dann für die Bewohner nicht wirklich gut, beziehungsweise auch nicht für die Gesundheit. Und da muss man halt aufpassen. Also der sollte als nächstes gesammelt werden. Dafür brauchen wir aber wieder Bewohner, die sich um die ganze Plastik- und Metallgeschichte kümmern. Also langsam steigt das, damit wir auf jeden Fall ein bisschen Puffer haben. Also die nächsten Bewohner kümmern sich definitiv um Recycling Plastik. Das sollten wir tun. Und danach sollten wir uns einfach nochmal um eine Zuflucht kümmern. Wie gesagt, die Zuflucht hatte den Vorteil, dass die relativ viel Platz bietet. Die Zuflucht bietet Platz für insgesamt 25 Bewohner. Aber aufgrund des Platzangebotes, was in dieser Zuflucht herrscht, habt ihr natürlich den Nachteil, dass dort sich eigentlich keine Kinder bilden. Also da ist zu wenig Platz, das heißt, da wurden keine Kinder gezeugt. Und wenn keine Kinder gezeugt werden, dann heißt das wiederum natürlich auch, dass keine Bewohner ankommen. Das heißt, wir setzen das auf jeden Fall schon mal hier hin, setzen das aber direkt auf Pause, weil das brauchen wir erst später. Wenn natürlich dann hier in den Hütten genügend Kinder gezeugt werden, dann dürfen wir auch dann weiter davon träumen, dass wir mehr Bewohner bekommen. Aber erstmal sollen wir die Dürre hier überstehen. Und damit die Dürre überstanden wird, brauchen wir weiterhin jede Menge oder jeden einzelnen Bewohner. Das ist das Nächste, was wir machen müssen. Also auf jeden Fall erstmal den Regenspeicher. Der muss auf jeden Fall erhöht werden. Aktuell reicht vielleicht die Nahrung gerade ebenso für... Ja, gerade ebenso aus. Also für wie viele Tage reichert die Nahrung? Die Anzahl verschiedener Nahrungsmittel. Okay, 5 verschiedene Nahrungsmittel haben wir. Aber in der Tat ist das... Ah, da jetzt. Jetzt dürfen wir noch einen Bewohner einsetzen. Kümmern wir uns denn jetzt erst um... Definitiv erst um Nahrung. Aufgrund der Dürre sollten wir uns jetzt erstmal um die Nahrung kümmern. Der Fischer hat eine sehr gute Effizienz. Das heißt wiederum, also kümmern wir uns eigentlich um den Fischer bzw. um die Bauern. Dann kümmern wir uns aktuell einfach mal um den Fischer. Da setzen wir jetzt einen mehr rein. Einen Baumeister brauchen wir nicht und der kümmert sich dementsprechend auch noch um Nahrung. Somit ist Nahrung jetzt erstmal abgedeckt. Weiterhin muss immer wieder überprüft werden, ob das Arbeitsfeld wiederum stimmt. Ihr seht ja gerade den Strahlenschutz am Boden, der ist relativ niedrig hier gehalten. Also Anbaufeld läuft gut und die Fischerhütte produziert halt dementsprechend auch keine kontaminierte Nahrung. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Also drücken wir Play. Und halten natürlich die Bewohner weiter in Übersicht. Und produzieren jetzt erstmal Nahrung, 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 Wasser, Wasser, Wasser. Der nächste Bewohner, der vielleicht zufällig dann gerade entsteht oder das nächste Kind, was erwachsen wird, das wird auf jeden Fall sofort in die Recycling gesteckt, damit wir endlich Plastik bauen können, weil damit wir dann auch dann schnell den Regenspeicher setzen können. Da ist er. Recycling bitte. Sondierer bitte. Du. Ne, erstmal Plastik. Wir müssen um uns Plastik kümmern. So. Der darf loslegen. Und dann brauchen wir demnächst noch einen Baumeister. Aber das können wir dann gleich wieder variieren, solange dann Fischer und Wasser und sowas alles läuft. Aktuell, es wird jetzt gleich darauf hinauslaufen, dass wir, da ist der nächste, ja, einmal kurz Pause. Es wird mich darauf hinauslaufen, wenn die Dürre jetzt gleich startet, ist jetzt gleich soweit, dann dürfen wir nämlich anfangen und ums Wasser, wobei Wasser dürfte reichen. Aber aktuell brauchen wir nicht die Metallseite. Wir bräuchten aber vielleicht noch ein bisschen Werkzeug. Und Werkzeug können wir nur produzieren, indem wir gleich noch eine... Also es geht über Ressourcen und wir brauchen dort eine Werkstatt. Die muss auch noch gebaut werden. Da müssen wir mal schauen, wo wir uns da hinsetzen. Aktuell würde ich sagen, dass das hier unten ganz gut aussieht. Beziehungsweise, ne. Naja, wahrscheinlich nur hier. Also ich glaube, da sieht das ganz gut aus. So, da machen wir mal Pause. Weil für die Werkstatt brauchen wir nicht Metall. Metall haben wir nicht. Also sollten wir
uns jetzt für die Fachkräfte entscheiden, einmal bitte nochmal Sondierer, damit der dritte Sondierer sich um Metall kümmert. Der kann loslegen. Und dann um, gerade eben nochmal ein bisschen um Wasser. Nein, wir nehmen Nahrung erstmal. Solange wir noch Nahrung sammeln können, machen wir gleich Nahrung. Play. Kann loslegen. So, Dürre läuft gleich aktiv. So, einmal Pause bitte. Ihr seht jetzt, Dürre ist da. Wasser bringt mir in dem Fall nichts, aber wir dürfen uns in der Zeit um die Förster kümmern. Fischer bringt mir in dem Fall auch nichts. Und die dürfen in der Zeit nämlich Schrott sammeln. Beziehungsweise einmal kurz Pause. Einmal speichern und ihr dürft euch mit den... Als Jäger so lange versuchen. In der Zeit können wir dann als Jäger... Der Jäger hat nämlich den Vorteil, wenn nämlich eine Dürre ist, könnt ihr trotzdem euch mit dem Jagen beschäftigen. Das ist halt eine super Alternative. Das heißt, man könnte ruhig irgendwann mehrere Jäger haben, um dann während der Dürre dann euch auch noch mit Nahrung zu versorgen. Aktuell können wir das Feld auch noch abbauen lassen. Das können wir auch noch tun. Da müssen wir mal gucken. Wir können das jetzt ernten. Das heißt, die fangen an, das jetzt zu ernten, die Bauern. Ist eigentlich ziemlich gut. Dann kriegen wir nämlich Nahrung auch noch mal zwischendurch. Wasser ist gleich da drin und dann dürfen wir gleich hin und her so ein bisschen wechseln. Und dann steht nämlich dann der erste Techniker. Oh je, da sind aber einige, die wir losgeworden haben. Ne? Da sind einige, die leider wohl verstorben sind. Metall sieht auch gut aus. Plastik dürfen wir auch an erster Stelle. Regenspeicher ist natürlich auch gleich so eine Sache. Der darf gebaut werden. Dafür brauchen wir erst einen Baumeister. So, die Strahlung ist gleich vorbei. Zisterne bedeutet 0, weil kein Wasser geholt wird. Da wird es so langsam... Wobei, es wird ja trotzdem angebaut. Aber die brauchen natürlich auch Wasser. Wir brauchen Werkstatt. Also, stopp. Die Dürre ist vorbei. Niedrige Nahrungsreserven. Ja, Nahrung brauchen wir auch. Das heißt, wir kümmern jetzt uns Förster weniger. Also mindestens ein, drei Förster weniger. Wie ihr seht, das ist das Mikromanagement im Spiel. Ist halt schon sehr darauf bedacht, dass man sich immer wieder darum kümmert, ne, die Arbeitskräfte hin und her zu verteilen. Also gerade aktuell brauchen wir zum Beispiel ja keine Wasserträger und natürlich keinen Fischer, weil in der Dürre, was bringt mir dann die Arbeitskräfte dort zu lassen und dort zu verteilen? Das macht gar keinen Sinn. Deswegen verteilen wir die natürlich nach bestem Wissen und Gewissen. Einmal Richtung aktuell wieder Wasserträger, 3 Stück und natürlich ein Sammler. Dafür dürfen wir 2 Jäger wegmachen. Darauf machen wir dann einen Fischer und einen Baumeister, sonst können wir das natürlich nicht bauen, was wir da vorhaben. Und der Rest ist notiert, also geteilt in Schrottsammler, Sondierer. Das heißt, 3 Schrottsammler kümmern sich um 3 Sondierer. Ist, glaube ich, ganz gut aufgeteilt. Und wenn der Regenspeicher nämlich sitzt, dann können wir uns dann mit um den verseuchten Regen nachher kümmern. Und das Zweite ist um den Techniker. Und damit wir dann Werkzeug herstellen können. Werkzeug hat den Vorteil, dass eure Bevölkerung natürlich weiterhin besser arbeiten kann. Oder schneller arbeiten kann. Und das sind Kommerzonen, wenn die sich dann natürlich mit Strahlenschutz bzw. mit Werkzeugen und dem Umgang mit Werkzeugen ganz gut auskennen, dann sieht das, glaube ich, ganz gut aus. So, da füllt sich das Wasser jetzt wieder und dann kann es dann wieder losgehen. Ja, Techniker ist noch gerade noch offen. Da fehlt mir aber, wie gesagt, wirklich der Metall und natürlich das Plastik. Also Plastik ist so ein Thema, das werden wir noch länger brauchen. Wir haben einen Siedler hinzubekommen, das bedeutet für mich mehr Schrott sammeln, damit wir das schneller bauen können. Beziehungsweise habe ich den gerade in den Schrott reingesetzt? Doch. Nächste Aufgabe. Wir haben nicht genügend Werkzeuge. Es gibt Fachkräfte, die sich beschweren, dass nicht genügend Werkzeug zur Verfügung steht. Vielleicht sollten wir eine Werkstatt errichten, um sicherzustellen, dass alle effektiv arbeiten können. Sehr gute Sache. Wir haben nämlich aktuell genügend Schrott. Also Schrott sammeln ist ganz schön viel, das heißt, wir sollten uns weniger um Schrott sammeln kümmern. Definitiv um einen Techniker. Und vor allen Dingen, Sondierer ist ja safe, brauchen wir Nahrung. Nahrung und Wasser. Das heißt, wir brauchen mehr Nahrung. Okay. Aufgabe, Metallwerkzeug produziert 0 von 2 und eine Werkstatt errichten. Da seht ihr. Also das passt ganz gut. Was braucht die Werkstatt? Die Werkstatt braucht nur Metall, Holz und Schrott. Holz sieht gut aus. Dings passt auch. Metall müssen wir setzen. Dann bauen wir das bitte als nächstes Gebäude, damit wir die Aufgabe nicht verkacken.
So, das machen wir wieder zu. Und parallel muss weiterhin immer, auf jeden Fall sollte man die Bodenstrahlung auf jeden Fall vielleicht in Betracht ziehen, dass man vielleicht das anlässt. Auch die Feuchtigkeit ändert sich ja immer wieder. Gerade aktuell war ja Regen, jetzt ist wieder kein Regen. Das verändert sich auch wieder. Und wir brauchen definitiv Nahrung. Die kann gleich abgebaut werden. Der Jäger, also können auch jagen, das funktioniert. Mehr Nahrung, das heißt, wir brauchen mehr Fischer. So, Nahrung ist sehr, sehr knapp. Und wir brauchen auf jeden Fall mehr Werkzeuge. Als nächstes bauen und bitte freigeben, danke. Strahlenschutz fehlt jetzt auch aktuell. Aber wie gesagt, Nahrung ist so ein Riesenproblem. Ach, guck mal, wir haben einen Schneider verloren. Das heißt, ein Bauern weniger, dafür müssen wir einen Schneider setzen. Weil sonst, wenn er keine Strahlenschutzsachen produziert, dann wird das hier ganz schnell eng werden. Oh, hey je. Diese Geräusche mag ich gar nicht. Das heißt nämlich, dass es nicht rund läuft. Aktuell, man sieht es ja einfach. Aktuell läuft es nicht rund, weil wir zu wenig Nahrung haben. Wir haben zu wenig Wasser. Weil wir nur zwei Wasserträger haben. Ein Techniker, der zwar eingesetzt ist, aber der noch nicht viel tun kann. Also eigentlich ist er total, geht der unter. Niedrige Wasserreserven und niedrige Nahrungsreserven, ja. Einmal Pause. Wir haben nicht genug Schutzkleidung, ja. Wir sind dabei. Viele unserer Siedler sind gezwungen, sich ungeschützt durch Ödland zu bewegen. Wir sollten unsere Produktion von Schutzkleidung ankurbeln. Würde ich gerne tun, aber ich habe nur einen Schneider. Verstanden. Das bedeutet, Werkstatt errichtet. Ne, stopp. Der Auftrag ist hier unten. Schneider errichtet 1. Aktivkohlemaske produziert 0 vor 2. Also wir müssen nur Aktivkohle mal Masken produzieren. Das kriegen wir gerade eben so hin. So, da ist der nächste drin. Schnell nochmal checken. Also aktuell, Dürre läuft nicht. Das Ding ist noch nicht gebaut, weil zu wenig Plastik da ist. Wir müssen, was ihr hier oben seht, hier oben fängt langsam an, das Produktionslimit voll zu laufen. Produktionslimit voll zu laufen, das könnt ihr dann später in dem Schrottplatz könnt ihr das ändern. Weil sonst fangt ihr irgendwann an, sammeln die nicht mehr. Und wenn ihr nicht mehr sammeln könnt, könnt ihr natürlich auch keine, ja, keine Stoffe, keine Metalle oder keine Plastiksachen könnt ihr nicht mehr sondieren. Und deswegen müsst ihr auf der, ja, auf dem Schrottplatz gehen. Und hier könnt ihr euer Produktionslimit einfach erhöhen. Also hier werden wir es einfach mal erhöhen. Damit wir da erstmal keine Sorgen kriegen, auf 3000. Und dazu werden wir unter Logistik, werden wir noch ein provisorisches Lager bauen. Das kommt dann als nächstes. Was brauchen wir dafür? Nur Schrott und Holz. Wir haben Schrott und Holz, haben wir eigentlich in Überfluss. Und das sollten wir dann vielleicht hier unten dran setzen. Beziehungsweise wir können es eigentlich auch. Hat das denn Einfluss? Nein, kein Einfluss auf die Wohnqualität. Dann setzen wir das dahin. Aber das Gebäude wird als erstes gebaut. Es fehlt trotzdem einfach Metall. Da bleibt es einfach schwierig. Der nächste kann noch Wasser sammeln, weil Wasser wird. Wasserträger wenig. Zwei aktive Masken haben wir hergestellt. 6 haben wir noch hinzubekommen. Aber das nächste, was wir machen müssen, ist halt wirklich um die Werkstatt kümmern. Und aktuell fehlt für die Werkstatt einfach aktuell noch Metall und Holz noch ein wenig. Aber man sieht ja auch, wenn die Werkstatt gebaut wird, wo die Leute das Zeug hier holen. Nämlich alles vom Buswrack. Das heißt, der Buswrack ist natürlich dann auch... Ah, da ist wieder jemand. Au, au. Da ist jemand verstorben. Sieht man ganz gut dran, weil wir wieder einen Köhler verloren haben. Wasser scheint auch aktuell zu laufen. Werkstatt ist nicht bemannt. Das heißt, wir nehmen einen Wasserträger weg. Wir kümmern uns um den Techniker. Kohle haben wir gerade noch genug. Da können wir gerade noch mit leben. Also man sieht ja, es ist immer sehr, sehr viel Mikromanagement. Man muss immer ein bisschen darauf achten, was man als nächstes baut. Und die brauchen gerade Werkzeug, sonst fallen die da wieder in Ohnmacht. Und wenn wir jetzt die Werkstatt brauchen wir, hier seht ihr es hier auch nochmal, wir schnell auf Pause. Ihr seht ja auch die Belohnung, Metallwerkzeuge. Ihr könnt in der Werkstatt selber, könnt ihr entscheiden, was ihr her produzieren wollt. Einmal Schrottwerkzeug und einmal Metallwerkzeug. Wir wollen natürlich Metallwerkzeug produzieren. Das heißt, dafür brauchen wir Schrott und Metall. Das sollten wir auf jeden Fall weiter im Fokus behalten. Und natürlich weiter die
die Bewohner im Fokus lassen. Niedrige Nahrungsreserven. Aber damit hapern wir ja schon die ganze Zeit rum. Der Förster ist leider verstorben. Wasser ist weniger. Wir müssen auf jeden Fall uns um Holz kümmern. Das heißt, müssen wir verteilen. Aktuell brauchen wir den Baumeister nicht. Dafür brauchen wir Holz, Schrott und 10 Stoff. Metall, Schrott. Vielleicht sollten wir die Zuflucht schon mal bauen. Als nächstes bauen. Der Regenspeicher steht auch schon. Kontamination Mittel. Eigentlich sollten wir uns mit dem Wassersilo ja auch drum kümmern. Das bitte bauen wir einfach als nächstes. Gebäude beibehalten. Nein, wir bauen. Als nächstes bauen wir das Wassersilo und danach kümmern wir uns um die Zuflucht. Weil das Wassersilo, das speichert das Wasser, kann es aber auch filtern. Dafür brauchen wir wieder Kohle. Und da wir aktuell ja noch einiges an Kohle haben, sollten wir das auf jeden Fall investieren. Auf jeden Fall brauchen wir mehr Nahrung. Ah, da ist gerade schon wieder jemand verstorben. Mehr Nahrung. Jetzt mit dem Wasser müssen wir natürlich aufpassen, dass die Leute nicht krank werden. Da ist das wieder das Problem. Der Fischer läuft. Köhler ist gerade, kommen wir gerade noch damit hin. Aber wir müssen uns definitiv um Nahrung kümmern. Was haben wir hier? Die Köhlerei ist noch unbesetzt. Aber da geht dann der nächste hin. Ja, ich weiß, niedrige Nahrungsreserven. Das bleibt nicht aus. So, das heißt für mich, machen wir erstmal Pause. Sollten wir vielleicht einen Wasserträger weniger ansetzen, dafür einen Bauer mehr. Vielleicht Nahrung. Und zum Nahrung weiterhin kümmern. Der Jäger hat auf jeden Fall gut zu jagen. Der Sammler, oder die Sammlerhütte sammelt hier auch ganz gut ein. Aber es bleibt immer zu wenig. Immer zu wenig. Und aktuell haben wir sogar einen Siedler weniger, wie gerade im Maximum. Aber wir haben 10 Kinder. 10 Kinder bedeutet wiederum, ja, aktuell die nächste Dürre. Baldige Dürre, ja, die scheint nämlich bald auch wieder. Wir müssen auch aufpassen, dass während der Dürre nicht vielleicht sogar noch ein Sandsturm kommt. Aber es bleibt knapp. Die Nahrung bleibt weiterhin knapp. Ah, hier, hier, sehr gut. Auftrag erfüllt. Danke, Hugo. Danke fürs Metallwerkzeug. Jetzt können die wieder anfangen zu arbeiten. Aber es wird natürlich sofort verbraucht, weil das Metallwerkzeug ist natürlich jetzt wieder noch nicht da. Arznei ist natürlich auch nicht da. Somit sollten wir uns... Das ist als nächstes gebaut. Dann bauen wir vielleicht als wirklich als nächstes die Zuflucht. Ah, ne. Ach, das Gebäude ist ein Gebäude beibehalten. Wir müssen das Gebäude auch noch freischalten, sonst wird es ja nie gebaut. Plastik ist auch am Start. Fertig. Ja. Es fehlt uns ein Schrottsammler. Das heißt, wir brauchen einen Fischer weniger. Und dafür brauchen wir einen Schrottsammler. Sonst kriegen wir nämlich kein Plastik, kein Metall und keine Stoffe mehr. Köhler ist aktuell noch immer relativ interessant, weil die Kohle anscheinend ja noch relativ gut ausreicht. Und wir dürfen jetzt noch einen einsetzen für bitte Nahrung, bitte Nahrung, bitte Nahrung. Ja, nein, nicht Wasserträger, bitte einmal Nahrung. Fischer ist da, Bauer sind auch fast voll. Das wird gerade nicht gebaut, aber das Wassersilo. Und müssen uns auf jeden Fall vielleicht noch um die Schneiderei kümmern. Nehmen wir einen zweiten Schneider vielleicht noch zu. Ja, sollten wir vielleicht tun. Strahlenkleidung reicht noch nicht ganz aus. Werkstatt auch schwierig. Man sieht jetzt, dass die Stoffe natürlich so nach und nach. Einmal Schneider bitte. Der nächste ist auch noch da. Bitte einmal sich um die Nahrung kümmern. Aufgrund der Dürre. Und weil es natürlich jetzt nicht regnet, wird es auf Dauer auch wieder zu Wasserproblemen kommen. Oh, die Kohle wird gerade mal einen Riesensprung nach unten gemacht. Das heißt, wir sollten vielleicht noch einen Köhler einsetzen. Nahrung, es sieht, hält sich so ein bisschen in der Waage, wird ein bisschen weniger. So, jetzt machen wir mal schnell auf Pause. Man sieht ja jetzt, dass die ganze Population sich ja Stück für Stück jetzt nach oben entwickelt. Das heißt wiederum auch, dass wir einen zweiten Techniker brauchen, der sich um Werkzeug und um, ja, eigentlich um Werkzeug kümmert. Was fehlt denn gerade aktuell? Immer noch Nahrung.
Now, now, now. Brauchen wir gerade Werkzeug? Ja, die Leute beschweren sich, kein Werkzeug haben. Das heißt, wir nehmen so lange den zweiten Techniker noch mit rein. So, die Aufträge sind erfüllt. Dann machen wir jetzt nochmal auf Pause. Das Wassersilo steht jetzt. Das belassen wir eben nochmal eben kurz zu Ende bauen. Zack. Pause. Somit haben wir das erste Wassersilo gesetzt. Und jetzt können wir also die Filterung des Wassers aktiv setzen. Ihr könnt den Schalter hier unten einmal nach rechts setzen. Dann werden wir definitiv weitere oder zusätzliche Kohle benötigen, damit das Wasser gefiltert ist. Weil die holen jetzt das Wasser aus der Zisterne. Holen die hier. Und aus dem Regenspeicher, aus hier, holen die das Wasser, speichern dort. Dann wird das gefiltert. Dann wird schönes, gefiltertes Wasser an die Bewohner ausgegeben. Aber das, liebe Leute, das machen wir beim nächsten Mal. Ihr seht, wir sind heute auch wiederum ein kleines Stückchen weitergekommen. Wir haben ein Wassersilo gesetzt, der Regenspeicher wurde gebaut, der Techniker wurde eingesetzt. Wir haben weiterhin uns um Nahrung gekümmert, auch nur minimal wiederum. Aber ich würde sagen, wir machen in Folge 4, machen wir weiter. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, eine schöne Woche und bis bald, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.